Hallo an alle guten Menschen, hier ist World Chamere Radio mit den neuesten Nachrichten aus Libyen vom 8.11.2011. Mein Name ist Chris Sedelmeier. Bürgern von Mizda, zwischen Garian und Navusa-Bergen gelegen, gelang es, einen Panzer zu erbeuten, komplett munitioniert, die Besatzung wurde getötet. Tripoli. Die Meldung von der Liquidierung von Ibrahim Gema, Kommandant der Rattenbrigaden von Tripoli, wurde bestätigt. Er führte einen Konvoi von 30 Fahrzeugen von Tripoli in die westlichen Berge. Grüne Widerstandskämpfer töteten bei ihrem Anschlag 47 Söldner und den Ganganführer selbst. Der Rest wurde gefangen genommen. Sliten. Grüne Widerstandskämpfer liquidierten einen weiteren Verräter, die Oberratte Al-Bahr Bouachil. Sirte. Wie im übrigen Land kämpfen westliche Söldner mit Unterstützung der Journalisten gegen den grünen Widerstand und normale Bürger. Gestern konnte man erneut eine gewaltige Explosion am internationalen Flughafen von Tripoli hören. Rettungsfahrzeuge sind den ganzen Tag nonstop im Einsatz. Benghazi. Beziehungen zwischen Rebellengangs aus verschiedenen Regionen sind auf dem Siedepunkt. Die Autoritäten der Ratten beschränken sich auf wenige Städte. Im Rest des Landes hat der grüne Widerstand volle Bewegungsfreiheit. Es ist landläufig bekannt, dass Katar 5000 Söldner entsandte seit der Meuterei gegen Revolutionsführer Muammar Gaddafi. Dies ist ein weiterer definitiver Beweis, dass dies ein imperialistischer Krieg ist, der seit langer Zeit geplant war. Libyen genießt Demokratie nach westlicher Art. Hunderte Ratten der sogenannten Übergangsregierung demonstrierten nahe dem Zentralhotel in Tripoli, um gegen ihre ausbleibende Besoldung zu demonstrieren. Sie drohten sogar mit dem Sturz der neuen Autoritäten. Bewaffnete Gangster brachen die Tür auf und drangen in das Hotel ein. Einige schossen in die Luft und errichteten Straßensperren, die den Verkehr lahmlegten. Einer der Gangster, Ahmed Hamasa, erzählte chinesischen Journalisten, dass sie seit der Einschreibung als Söldner keine Bezahlung erhalten hätten. Und der selbsternannte Finanz- und Ölminister Ali Taruni versprach zuvor keine Verzögerungen bei der Auszahlung. In einer Live-Übertragung sagte einer der Demonstranten unverblümt, dass sie die neue Regierung stürzen würden, wenn sich die Situation in naher Zukunft nicht ändern würde. Dies waren die Nachrichten von Chris Sittelmeier im Studio von World Chamaria Radio. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.